wir sind am Vloggen. Wir sind inzwischen ganz gut angekommen hier. Der Flug am Samstag bzw. Sonntag war okay, was so Stabilität angeht, würde ich sagen. Es gab German Inside Out geguckt. War mega nice. Genau. Und der zu empfehlen. Office, Office. Office, Office. Genau, also, unser erster Kontakt mit indischen Kultur. Aber nicht unser letzter. Mit indischem Fernsehen war als Henry eine Folge Office, Office. Ich glaube, es ist so eine Art Stromberg, auch wenn man nur durch den Titel drauf kommt. Und nach London haben wir kein vegetarisches Essen mehr gekriegt, weil die dann alle, wir saßen halt ganz hinten in der Reihe und die haben alles verteilt und dann so, nee, sorry, wir haben nichts Vegetarisches mehr. Und dann haben wir gesagt so, ja, hey, scheiße. Dann eben. Und dann, aber dann hält sie uns noch so eins mit Trappy dahin. Ja, genau. Und so, wollen Sie jetzt nicht? Und so, nein, die sind Vegetarier. Und dann, als wir aber nach Indien geflogen sind, kamen die dann mit dem Essen an, haben das uns verteilt. Und wir waren so, oh, ist es Vegetarian? Und sie so, yes. So, als wenn es so, sorry. Und wir so, nein, voll gut. Weil die irgendwie glauben, dass alle Europäer mega die Fleischesser sind. Ja. Du musst doch so sagen, dass wir unseren ersten wirklichen kulturellen Fauxpas eigentlich schon in England begangen haben. In England hatten wir, da gab es so eine Selbstbedienungskasse. Also es war auch die einzige Kasse, ne? Und war eine mega lange Schlange und ich habe es halt überhaupt nicht gecheckt, also überhaupt nicht gesehen. Und sind einfach von der anderen Seite, zack. Also vom Schlangenausgang. Rein von der Kasse. Ich bin einfach vorgedrängelt, aber ein bisschen lange gebraucht. Durch die Schlange zurück. Und dabei ist es mir dann gekommen, Leute. Aber die Engländer waren so nett und haben sich nicht mehr beschwert. Ja. Die haben gar nichts gemacht. Ja. Also. Ja. Wie man so ein Engländer erwartet, voll leid. Genau. Durch und durch. Das war super. Auf jeden Fall, Fliegen war ganz angenehm eigentlich. Das Essen war halt schon scharf auf dem Flieger, da habe ich schon gedacht so. Oh no. Fuck. Vor allem das Frühstück. Ja. So, das Abendessen denkt man so, okay, indisches Essen weiß man, ist scharf und das war ja noch so, es war halt scharf. Ja, es war okay. Es war kein Vergleich zu dem, was wir nachher noch so erzählen werden. Gut, dann dem Inlandsflug innerhalb Indiens, da dass ich dann neben zwischen zwei Typen, die zu quatschen auf jeden Fall. Der eine wollte mir dann zeigen, wo ich überall hin kann, hat mir dann erstmal die Karte rausgenommen. Das ist Nordindien, das ist Ostindien, das ist Südindien, das ist Westindien. Gut zu wissen. Captain Obvious. Das war ja witzig, weil die haben mich auch gefragt, aber auch so gesagt, wenn ihr nach Gujarat fahrt, was ja der Bundesstaat hier ist, da gibt es aber nur vegetarisches Essen hauptsächlich. Das ist so, da ist sehr, sehr viel vegetarisch. Und ich so, nein, ist gut, ich bin Vegetarier. Und dann meinte der andere, wenn Sie Vegetarier sind, dann wird Ihnen Yoga leicht fallen. Versuchen Sie Yoga zu lernen. Wenn Sie Vegetarier sind, dann lernen Sie das total schnell. Das war schon irgendwie schon so geil, irgendwie so zu sehen, dass die irgendwie so eine Connection da zwischen so was Spirituellem, also was macht das? Das war ganz witzig. Sie haben gleich festgestellt, dass Baroda oder Vadodara, wie auch immer man das aussprechen möchte, Englisch oder Indisch, von den Indern als Kleinstadt angesehen wird. Ne, man muss sagen, die Stadt hat fast 2 Millionen Einwohner, was für deutsche Standards mega groß ist, aber allein schon an der Größe des Flughafens merkt man, dass eher Kleinstadt viel. Ja, kein Geldwechsler zum Beispiel, wir standen da erstmal und konnten gerne, also wir hatten halt in Mumbai kein Geld gewechselt, weil wir gedacht haben, so, okay, der Kurs ist nur Mittel, mal gucken, wie der in Baroda ist und dann sind wir auch vor Ort, in 2 Millionen Einwohnerstadt. Es gibt ein Gepäckband. Genau, es gibt ein Gepäckband. Da kommt alles. Also, ja, aber es reicht auch. So eine Mini-Tourist-Information. Und wir kamen dann an. Das Geile war natürlich, dass unser Abholdienst zu spät war. Mhm. Und wir ja sowieso schon aufgeregt. Kein und Handy. So, kein Handy. Nummer auch. Also Geld auch nichts genützt. Genau, kein Geld sozusagen. Also zumindest die Währung nicht. Und niemand, der uns abholt. Und dann standen wir da. Die Adresse hatten wir immerhin, wo wir hin müssen. Aber 15 Minuten später fahren zwei riesige SUVs ein. Wirklich riesige Teile. Ja, also ein Riesenteil. Und Jigisha, eine unserer Dozentinnen, und die uns auch hier betreut, steigt aus und sagt so, oh, you're traveling very light. So mit so einem dicken Koffer. Jeder zwei bis drei Gepäckstücke. Ja, das ist wirklich so ein riesiger Wanderrucksack. Aber offensichtlich haben sie erwartet, dass die snobbigen Europäer mit mehr... mit eigenen Dienern bestimmt noch. Weil die Hälfte unseres Gepäcks ist auch Medikamente. Sie war schon vorher einmal mit dem Auto da, deswegen war sie auch zu spät. Mhm. Und dachte sich, reicht das denn auch mit dem Gepäck? Und dann hat sie wirklich ein zweites Auto geholt, weil sie da, sonst passt das Gepäck nicht alles. Sehr natürlich. Sehr, absolut. Also, das ist sie auch insgesamt absolut. Also. Die ist der Wahnsinn. Ja. Das Ding ist, erst haben wir ein mulmiges Gefühl, weil als wir in Mumbai ankamen, wurden wir echt in so eine eigenartige Security-Check. Da hat uns so irgendwie so ein Typ da angezogen, so ein Soldat, und gesagt, so, wir sind hier längst. Und wir haben schon so geguckt und die Decke war so verhaschlich verputzt oder so, null Fahrspiel. Wir gehen da so um die Ecke und dann war es echt so wie so eine kleine Gasse. Ja, und dann drei so richtig unfreundliche Security. Super unfreundlich. Und die Frauen, das war auch ganz interessant. Also ohne Gesichtsausdruck. Ja, nee, komplett gar nicht. Und da haben wir schon gemerkt, dass die Frauen halt anders, also extra in eine andere Lane geschickt werden, um abgetastet zu werden. Hinter einem Vorhang, während die Männer nicht.
dann brauchen wir abgetastet wurden. Naja, auf jeden Fall kamen wir dann an mit Jigita und sind dann, Kumpel von ihr sind da gewesen, dann sind wir losgefahren. Alter, die beste Autofahrt. Alter, indischer Verkehr. Ja, das ist halt eigentlich genau, wie man sich's vorstellt. Nur besser. Ja. Nur besser, weil es war halt Weihnachten, war halt auch viel los auf den Straßen irgendwie. Aber es waren Kühe auf den Straßen, es waren überall Rikschas. Alle so. Ja, alle Kreuzbär. Und die kommen und dann kommen die und es funktioniert natürlich auch irgendwie, weil es halt alles Hupe Roller sind. So, ja, der Hupe hat sowieso Vorfahrt. Hupen ohne Ende. Hupen heißt bei denen nicht halt an, sondern Achtung, oder, ich komme. Oder Achtung, so richtig in so, ey, pass mal auf so, sondern mehr so, Achtung, auf rechts. Ja, genau. Oder fahr jetzt nicht nach rechts. Oder Achtung, ich weiß, Gegenverkehr, und bleib mal hier ein bisschen. Ja, dann muss man durch. Ja, dann muss man halt durch. Das ist eine Regel. Aber kann man am Gegenverkehr fahren. Genau, aber wirklich so. Zack, also die haben zwar schon so Straßen, wie heißt es, Linien. Es gibt auch Zebrastreifen. Ja, aber ist alles ein loses Konzept. Also eigentlich gibt es sogar Ampeln. Ja, aber die werden glaube ich komplett Ja, da gibt es ja immer die Polizisten. Ja, wir blicken es noch nicht. Ja, da stehen ja die Polizisten. Ja, es stehen ja trotzdem über Verkehrspolizisten, aber denen ist auch irgendwie alles scheißegal. Da haben die uns zwei junge Studentinnen, Jessal und Pooja, zugeteilt. Zugeteilt, kann man sagen, ja. Die uns da so ein bisschen rumführen wollten und das auch echt sehr gut gemacht haben. Also, ja. Und da haben wir schon das erste festgestellt, wichtig ist, in Indien seinen Personalausweis dabei zu haben. Man braucht in Indien, komischerweise, für alles braucht man Passfotos, man muss Verträge unterschreiben. Und den Namen seines Vaters. Kopien des Ausweises. Ja. Namen des Vaters muss man häufig auch noch angeben. Ja. Ich frage mich, was diese ganzen armen Inder machen, die bei einer alleinerziehenden Mutter leben und unverheiratet sind. Mhm. Weil überall muss man entweder den Namen des Vaters oder des Ehepartners angeben. Wir wissen also, nicht, der Aufwand, eine Prepaid-SIM-Karte hier ist unfassbar. Und zu aktivieren, ist größer als der Aufwand, nicht zu vergleichen. Das ist, als würde man drei Handyverträge in Deutschland abschließen. So ungefähr. Ja. Oder sich an eine Universität einschreiben. Ja, genau. Ja, so ungefähr der gleiche Aufwand. Ja. Also das ist schon krass, also die Bürokratie in Indien ist echt heftig. Also ich habe nämlich gesagt, so, ja, zwei Passfotos habe ich wohl noch. Und meine so, was du brauchst mehr. Mach das mal 7. Ja. Könnt bald wiederkommen. Das ist noch das Guesthaus, ganz wichtig, wo wir hier wohnen. Ja. Was hier Guesthaus. Mehrfach ausgezeichnete Unterkunft. Ja, wir glauben aber, dass es der Neubau ist. Ja. Man könnte hier sehr einfach alles sehr viel schöner machen. Zum Beispiel, wenn man mal über den Spiegel wischen würde. Oder die Wände durchstreichen würde. Oder vielleicht auch überall, wo ein Kabel aus der Wand geht, eine Lampe installiert. Ja, oder vielleicht so einen Duschvorhang. Ja! Wir haben einfach nur einen Duschkopf, der hängt einfach direkt an der Wand. Ach, wisst ihr was? Kannst du vielleicht die offenen Kabel enden? Ja, hier, da, guck mal, das ist zum Beispiel, also irgendwie sieht es auf Kamera besser aus als es ist. Aber hier ist, der Duschkopf ist viel kleiner, Henry, als meiner. Ist das wie ein Schwanzvergleich? Nee, das ist ein Spiegel, lieber. So, ja, hier der Spiegel, so viel zum Thema einmal drüber wischen. Also, das war halt schon vorher so. Ja, wollte ich sagen, das ist nicht meine. Ich habe aber auch keinen Lappen. Wo sind hier die Kabel? Ja, hier sowas hier. Da, halt, ne? Da! Das ist halt. Standard. So, jetzt sieht man das hier, weil die Lampe davor ist. Aber hier so alles irgendwie. Ich will aber nicht, wie unordentlich das ist. Irgendwo raus. Nein, mach ich doch nicht. So, ich hab das schon alles. So, sind wir hier wieder online. Ja, wie ihr seht, schön ist hier, ne? Wir nennen es auch schon gar nicht mehr unser Guesthouse, sondern eher unser Hostel. Ja, man hat für vieles andere Namen jetzt. Ja, heute Abend, dann sind wir wieder hier hin. Und dann haben wir Action Jackson geguckt. Action Jackson! Action Jackson! Weil hier im Fernsehen läuft leider nur Hindi. Also es gibt auch englische Sender, aber die sind hier nicht freigeschaltet. Genau, und deshalb gucken wir nur Hindi. Bei dem Spiegel hatte man es auch nicht erwartet. Auf jeden Fall am nächsten Tag sind Henry und ich erstmal runtergegangen. Ja, wir sind noch viel länger geschlafen. Aber ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall. Henry und ich hatten im Reiseführer gelesen, dass die Inder nur mit der rechten Hand essen, weil man sich mit der linken angeblich den Arsch abwischt. Aber auch man heutzutage eigentlich nur. Ja, aber man sollte mit der rechten Hand essen, weil ist das auch so eine Sitte. Ja, genau. Ja, und wir wollten natürlich als nette Menschen, die Tradition nicht. Ja, und sich auch vorbereitet haben. Genau, ja, eingelesen, ja. Belesene, weise, vorbereitete Männer. An diesem Morgen, ja. Ja, gab es ein Omelette mit Erbsen, so groß. Ja, zwischen zwei laurigen Scheiben Toast. Genau. Geht aber fit, ist nicht scharf, das ist erstmal morgens auch so angenehm. Ja, wir werden auch bestimmt nicht anfangen, irgendwas anderes zu verlangen wahrscheinlich, aber naja. Es gibt ja auch Reis. Ja, genau, Reis könnte man auch nehmen. Ja, und wir wollten es halt dann mit der rechten Hand essen. Und dann waren wir uns halt nicht sicher, dürfen wir es mit der linken anfassen? Haben wir gesagt, oh, wahrscheinlich nicht. So, wie die Dynamik eines Sandwiches nun mal so ist, ja. Wenn man es an einer Seite anfasst.
Wir sind halt so versucht, einer hat zu essen, alles ist rausgeht, weil wir sahen echt aus wie die letzten Deppen. Und dann kommen halt so zwei Inder runter, kriegen auch ihr Sandwich reingestellt, zum Frühstück, zack. Und wir vor den Idioten stehen da so, dürfen wir unsere Hand nicht benutzen. Ja, better safe than sorry. Ja, also es war dann okay, aber wir sahen halt aus wie absolute Vollidioten. Ja. Was uns auch mehrmals gesagt wurde, ist, dass Baroda eine sehr ruhige und saubere Stadt sei. Sauber. Keine Stadt. Ja, im Vergleich zu Indien. Natürlich. Ja. Ist auch die zweitsicherste Stadt Indiens übrigens. Ja, ja. Auch das haben wir, wenn man vielleicht auch in dem Moment nicht da liegt. Ja, man kann sich immer dumm anstellen, ne? Also, zweiter Tag. Ja, und dann ging der ganze Spaß doch los, oder? Ging es ja nicht um die SIM-Karten, dann ging es doch, wir brauchen ja noch Passfotos für SIM-Karten. Ne, weil wir bisher ja nur Leo-Passfotos dabei hängen und ich hatte noch keine und dann... Leo wiederum hatte keinen Personalausweis, deswegen hätte er womöglich schon eine SIM-Karte gehabt. Genau, weil man musste nämlich eine permanente Adresse, eine Permanent Address angeben. Das heißt, wir müssen unsere deutsche Adresse angeben und in dem ersten Store wollten die uns, also mir das dann zumindest nicht geben, weil ich meinen Personalausweis nicht mit habe und auf dem Reisepass ja nicht meine deutsche Adresse drin. Man muss allerdings sagen, dass die das so alles registrieren, das ist halt wegen dieser Terroranschläge von 2008. Ja. Wobei, aber die registrieren auch generell, ist auch viel Papierkram immer bei allem. Ja, das stimmt, aber sie haben gerade bei den SIM-Karten, haben sie gesagt, das ging vorher wirklich leichter. Das ist eben, um Absprachen besser bewachen zu können wahrscheinlich. Also in den 4 Monaten werden wir jetzt hier wahrscheinlich keine Datenschutzbewegung in den Leben Was eine kleine Frage an euch, wie kommt man denn am schnellsten zu einem Fotograf? Ganz genau, auf dem Roller. Richtig, die Mädels nämlich, die uns zugeteilt wurden, die haben uns dann, gefragt, weil der Weg angeblich so weit ist, also wir gehen fast alles zu Fuß, aber ob sie uns nicht mehr auf dem Roller mitnehmen sollen. Wir haben halt also gesagt, also okay, so im indischen Verkehr. Der indische Verkehr war eher, was uns Sorgen gemacht hat, als diese Roller, aber im Teil. Auf jeden Fall haben wir uns alle hingesetzt und festgehalten und dann sind wir rüber und Marius war schon so. Ja, ich bin wirklich, ich bin abgestiegen mit dem Ding und hatte Herzrasen. Nee, und ich hatte eine gute Laune irgendwie. Hat Spaß gemacht und atmet schon relativ schlechte Luft ein. Ja. Weil die haben ja jetzt nicht so direkt Rußpartikelfilter in dem Sinne drin. Ja. Nicht unbedingt. Aber wir hatten dann Spaß. Ja. Marius ging ja auch Spaß. Ich hatte auch Spaß. Ey. Und als wir dann da abstiegen, war auch Leo und ich so, ich hatte so Angst runterzufallen, weil. Ich habe mich halt nicht festgehalten am Halter, sondern leider nur in der Verkleidung. Die Verkleidung war so ein bisschen angelockert. Ja, die ganze bei mir wackelt die Halterung. Ja. Und Passfotos. Sackteuer hier. Sackteuer. 50 kosten. Ja, 50. 50 Bucks. 50 Bucks, 50 Bucks sind natürlich 50 Rupien, was ungefähr sich in 60, 70 Cent. Ja, 70, 80 Cent so. 70, 80 Cent sind. Also wir haben 80 Cent. Fotograf, also der wird kein toller Fotograf für Passfotos, reicht vom Fotografen geschossene Passfotos. Ja, 7 Stück an der Zahl. Und dann waren wir noch so ein bisschen auf eigener Faust unterwegs, dachten wir, ne, wir haben uns Mittag schon die Uni gesehen, lassen wir da nochmal hinlaufen, lassen wir mal angucken und dann haben wir Papageien gesehen, es gibt einfach Papageien. Das war ganz cool, also natürlich ist ein kleines. Ja, aber ich glaube es ist ein Amazon, Kann man vielleicht auf dem Foto sehen. Dann haben wir Handy nochmal fotografiert, die war mega geil und dachten wir, hey, Leute, nicht, aber die Vögel. Leute, gegenüber von unserem Hostel, Gästehaus, da ist doch so ein richtig schöner Park, lass mal reingehen. Ja. Und dann sind wir in den Park gegangen und was passiert? Mega die Action! Ja, wir kamen gerade rein, auf einmal springen da so ein paar Menschenaffenattacke. Also die Affen laufen da auch frei rum und ich dachte erst, die werden halt, würden halt innerhalb des Parks da irgendwie rumlaufen. Und wir haben auch schon jetzt heute 5 Kilometer raus in der Siedlung der Affen gesehen, die da rumgehüpft sind. Einfach Affen. Ist schon ganz geil. Irgendwie so. Man darf dem wohl nicht zu nahe kommen, haben wir dann auch gesehen. Einer wurde auch so halb angesprungen, hat halt was zu essen in der Hand. Tolle Idee. Ja. Macht man damit einen Pull. An dem Tag wurde uns die Uni so ein bisschen gezeigt von den Mädels. Wir haben dann, was wir nett nach der Serie, die wir eben erwähnt haben, Office nennen. Office. Einen Study Room bekommen. Was heißt sogar zwei oder zwei? Ja, wir haben es aber irgendwie mal abgeschlossen. Ja, heute haben wir nur noch ein. Oh, nein. Wir haben ein eigenes Büro bekommen, wo wir uns zurückziehen und lernen können. Und ins Internet können. Ja. Auf jeden Fall, es wurde dann so langsam schon dunkel und wir dachten so, lass mal wieder in die City, um was essen zu gehen. Und was passiert? Wir werden gefragt, ob wir auf ein Selfie drauf wollen. Also Henry wird gefragt, die Inder standen auf Henry, dachten sich, diesen Typen. Ich habe die euch gefragt, ihr habt sie bemerkt. Statt so einen halben Schritt. Sie haben für Henry gefragt. Und dann wollen sie Fotos mit uns machen, einfach weil wir weiß sind. Ich bin weiß übrigens. Ich fühle mich sowas von weiß. Ich habe mich noch nie so weiß gefühlt, Leute. Ich bin sowas von deutsch. Aber wir haben ein Selfie gemacht und dann sind wir ab zu Goodies und indisch essen. Richtig. Geil und was. Da haben wir dann gesagt, weil wir wussten schon so, oh, indisches Essen, ne? Haben extra gesagt so, ein bisschen scharf, ne? Eine Nuance. Man wollte es ja auch nicht ganz entwürzen. Ja. Ne? Das ist absolut kein Risiko.
Entwürzen ist nicht drin. Aber wir haben dann auch einfach so gemischt genommen, so whatever, so eine richtig schöne Platte. Mit, glaube ich, 5 verschiedenen Soßen und noch Brot, Reis und eine Suppe oder so. Schon geil. Kostet dann immerhin 130 Rupien, das ist 80, 90 so. Ja. Also geht fit. Ja. Aber scharf. Oh, lecker. Das Problem, wir kriegen es wirklich nicht aufgegessen, weil irgendwann ist man einfach an dem Punkt so, die Schmerzgrenze. Also ich, bei mir war es echt schon hart an der Grenze. Henry hat sogar alles aufgegessen. Nee. Also, Alter, ja, Alter, fast alles. Henry war hart. Aber ich habe echt, gesabbert und, warm. Grüße an meinen Vater da, den Sauerländer Mülleimer. Ja, aber war geil. Und danach dachten wir so, jetzt gönnen wir uns was und sind zu unserem Baba. So, aber wir nennen ihn jetzt Baba. Baba ist, das weiß er noch nicht. Das weiß er. Seitdem wir ihn Baba nennen, war er nämlich auch nicht mehr da. Genau. Aber also, er hat es nie mitbekommen. Er ist nicht deswegen nicht mehr da oder so. Ja. Wir sollten ihn so nennen. Das ist nämlich kein Saftladen. Also ja, also der verkauft Saft. Aber es ist alles andere als ein Saftladen. Der Hammer. Es ist so geil. Also es kostet auch wieder 40 bis 50 Rupien, heißt wieder ungefähr 50 bis 80 Cent. Ja. Für wirklich richtig geil. Nur drei und es schmeckt, also klar ist da ein Hammer. Bisschen Zucker, das ist flüssiges Obst. Also aber es ist wie flüssiges Obst. Wassermelonensaft. Richtig authentisch. Und wir probieren uns jetzt durch, jeden Abend. Wir gehen zu Baba. Baba. Ich weiß immer noch nicht, was ich heute getrunken habe. Also das Coole ist, dass in Baroda, das ist halt nicht so ein Touristenstadt ist. Das heißt, wenn wir da abends irgendwo rumhängen, dann sind da halt nur die Locals und so. Ja. Natürlich sind wir deswegen auch die einzigen Weißen sozusagen und fallen natürlich super auf. Alle Leute gucken uns an, die Leute sind halt einfach nicht gewohnt. Das müssen wir auch mal erwähnen. Man wird schon auch gefühlt mehr angebettelt. Ja. Man hat die Armut halt schon vor Füßen. Ist nicht ohne. Also ein hartes Thema. Also wir wollen jetzt die Stimmung nicht vermiesen. Nee, aber das sollte man schon auch erwähnen. Ja, das ist auch nicht alles nur Friede, Freude. Nein. Also ist schon ein heftiges. Manches geht einem schon nahe. Und man weiß halt auch nicht, so, ne, ich meine, meistens drücken die das eh noch irgendwie in anderen ab. Gibt man denen jetzt was, gibt man denen nichts. Eigentlich kann man sich's leisten, ne? Gerade hier irgendwie, wo der Euro oder ist halt echt wert ist. So, wir sollten denen einfach mal Brot kaufen oder so. Wenn die ja wirklich Hunger haben, dann das werden sie nicht abdrücken müssen. Ja, das essen sie ja höchstwahrscheinlich selbst. Ist auf jeden Fall schwierig. Man denkt auf jeden Fall über vieles nach irgendwie und auch so ist natürlich auch dankbar für das, was man hat irgendwie, umso mehr natürlich man kann ja nicht die Welt verändern leider. Das Ding ist auch, man will ihnen gerne mal eine Münze geben, aber das Bezahlsystem, weil die Rupie, also eine Rupie einfach so wenig, eine Rupie ist wie viel nochmal? Ja, genau. 1,3 Cent. Ja. Würde man den sofort geben, weil die freuen sich trotzdem drüber, also weil das nimmt ja trotzdem was, weil 15 Rupien kannst du teilweise so ein Stück Brot für kriegen. Also es ist nicht völlig unnütz oder so. Du kriegst ein Kilo Bananen für 20 Rupien. Aber du kriegst einfach keine Münzen, weil die Preise sind immer auf 10er, maximal auf 5er gelandet. Dann kriegst du das nicht raus, dann tippst du noch, also Trinkgeld geben, dann kommt nicht viel bei rum. Genau, also anscheinend kannst du den auch nicht geben, weil irgendwann rasten die Locals auch aus. Weil wenn du dir natürlich jetzt so 15 gibst, da verkauft der Nächste wieder was für. Ne? Ja, der sagt ja auch, ich arbeite dafür und dafür, da kann man wohl auch Streit ausnehmen. Nee. Und natürlich kommen auch immer mehr. Wenn du das haben wir an einem gemerkt. Ne? Wir haben den 2-3 Leuten Münzen gegeben und dann kamen die immer mehr. Das ist auch viel weniger gewesen, als wir halt niemandem was gegeben. Es sind halt hauptsächlich auch Kinder, die dann kommen. Also und halt leider fürs Nicht-Geben belohnt. Ja. Ja, das ist dran. Moralisch irgendwie nicht, also gewissensmäßig nicht. Naja. Das ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Muss man auf jeden Fall mit rechnen, wenn man da ist. Genau. Ja, um die Stimmung um die Stimmung ist wieder zu hellen, muss man vom Abend erzählen, den wir am Montag hatten. Das war nämlich ein sehr, sehr legendärer Abend. Wir haben dann gedacht, wir gucken mal wieder Hindi-Fernsehen. Wir waren ja von Action Jackson so angetan. Und haben uns, wir haben aber gemerkt, so die ganzen Liebeskomödien mit King Shah Rukh Khan, irgendwie funktioniert das nicht für uns. Ne? Vor allen Dingen verstehen halt auch einfach nichts. Weißt du, verstehst du nichts. Außer wenn King Shah Rukh Khan stirbt. Ja, okay, wenn King Shah Rukh Khan stirbt, dann, aber dann lieber einfach Dangerous. Die Offenbarung. Dangerous Kaladi, das ist ein grandioser Scheiß-Actionfilm. Keine Ahnung, was Kaladi heißt. Ja. Keine Ahnung. Aber wir dachten, das heißt sowas wie Killer. Das ist irgendwie Killer, so ein Mix-Romantik-Action. Es ist irgendwie romantische Komödie. Und dann aber zwischendurch, was so richtig abgefahren ist. Mega geil. War alles Galileo. Sehr brutal mit. Ja. Ich renne jetzt über die Container, werf ein Stück Metall, hack dir dabei die Hand ab. Ja. Ja. Oder ich ramm den Kugelschreiber mal eben kurz durch zwei Hände durch. Ja.
Und danach habe ich auch mit meiner Jacke zu meiner Freundin angerannt. Ja, das ist mega. Und in der nächsten Szene fahre ich mit dem Auto über das andere Auto, springe ins Hochhaus rein, fahre durch den ganzen Stock durch, springe wieder runter, um genau zum rechten Zeitpunkt vom anderen Auto zu landen, damit das sich dreht und explodiert. Dann haben die so ganz wirsche Filmverläufe drin. Das ist so, alles baut auf zum Showdown und dann... Das ist aber noch gar nicht der Showdown. Dann geht's wieder los. Das ist aber immer noch nicht der Showdown. Ja. Und dann ganz zum Schluss. Nach dann halt, wie lang? Ja. 3 Stunden oder sowas? Gefühlt waren es 3 Stunden. Das war gefühlt auch 3 Stunden. Werbung, gefühlt. Viel Werbung dabei. Ja, genau. Kommt dann endlich der eigentliche Showdown. Und der ist dann verhältnismäßig unspektakulär. Ja, ja. Die Musik, die hier so auf den Musikchannels läuft und so, das sind eigentlich immer die Musical-Nummern aus den Filmen. Aus den Hindi-Filmen. Und die promoten ihre Filme quasi über die Musik. Das heißt, Giovanni Le Dubi. Du kannst schon auswendig, weil das kommt einfach immer. Ja. Achso, und Giovanni Le Dubi, der Text, das ist von der ersten Sexkomödie. 2016. Ja. Und wird die offiziell angekündigt. Genau. Genau. Das waren jetzt nicht wir. Und das heißt wohl, was war das? Irgendwie tauche mich hinein. Tauche in ein junges Mädchen hinein. Tauche in ein junges Mädchen hinein. Ja, ja. Genau. Ja, also, und ja, dabei singen immer 2 Männer und eine Frau. Ja, also könnt ihr euch vorstellen. Das Witzige ist, dass die Inder echt so verklemmt sind, dass schon wieder manche Verhaltensweisen total okay sind. Zum Beispiel sieht man hier nie, also selten Paare, oder eigentlich gar nicht, die haben noch niemanden gesehen, ein Pärchen Händchen halt rumlaufen. Oder das aber, sich küsst. Genau, aber Männer Händchen halt rumlaufen sieht man viel öfter. Ja. Weil die Inder so verklemmt sind, dass die quasi sagen so, nee, die können ja, als ob die schwul wären. Die Homosexualität. Ja, ja, genau, als ob die schwul wären. Von daher ist es so, wenn 2 Männer Händchen halt rumlaufen, ist total normal hier, weil die sagen, Freundschaft. Genau, das sind immer beste Freunde. Ja, ich meine, das ist halt sich schön ist. Ja, das ja, ist, ja, klar, das ist schön, nee, dass man das so zeigen kann. Wo sind wir denn ja, gerade? Dienstag, jetzt, aber der Dienstag war echt nicht so geil für mich, weil der weiß, der wir bleiben wach bis nachts um 2, weil Dangerous Kill hat ja bis 2. Super geil. Weil er ging ja bis 2 und dann morgens um 8 klingelt es an meiner Tür. Da steht der aber, der fährt nach unten da und sagt, ja, Breakfast is ready. Und ich so, ich stehe halt so in Unterhosen da, so, hey, Alter, was willst du?